Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Crafted. Und ja, ich habe was entdeckt. Und zwar das hier. Mit diesen Geräten können wir Endstone herstellen. Aber die sind nicht gecheatet, heißt, die werde ich dann wieder abreißen. Ich wollte euch mal kurz testen, wie es geht. Man kann mit dem Magma Crucible, wir könnten sogar Lava herstellen. Das wusste ich nicht so wirklich. Mit dem können wir Lava herstellen. Dementsprechend können wir aber auch Enderperlen einschmelzen, die wir dann mit einem Sandstein zusammen zum Endstone formen können. Das geht ziemlich gut eigentlich. Und somit können wir nämlich dann auch unseren Void Miner bauen. Und die Schmiede habe ich da auch mal testweise gebaut, weil ich wollte eigentlich Enderperl einschmelzen. Ihr seht, dieses Enderperl drin, nur das geht nicht mit dem Tinker. Mal kurz wegbauen wieder. Wie gesagt, ich möchte das ja nicht haben. So, kurz alles wegreißen hier. Obsidian war unser, die Perle auch. Die dürfen wir behalten. So. Aber der Rest gehört nicht uns. So, okay. Gut, das Spiel ging es nämlich nicht. Und jetzt geht es eigentlich darum, ich habe auch überlegt, man könnte, ob es möglich wäre, rein theoretisch sogar die Eier absortieren. Und ich glaube, wir testen das jetzt mal einfach. Und zwar mit einem Filter. Filter. Ich denke, es wird sogar gehen. Chart, Mod, Filter, Fluids, Basic Filter, Range Filter. Ich baue mal so einen mal. Ach, da war ja was mit einem Hack and Slice. Beide, die können wir herstellen sogar. Das wird sogar gehen. Zombie Head haben wir auch schon. Glaube ich. Doch, haben wir auch schon. Ich glaube schon. Wahnsinnsblock, okay. Soulbinder, okay. Okay, oder können wir. Braucht ein normaler Filter auf Hack and Slice? Aber wir haben Basic, wir haben einen Filter. Moment mal. Filterfeder. Mal kurz mal so. Extract. Gut, nehme ich mal den kurz raus. Und jetzt soll es möglich sein. Match Meta, Ignore Meta. So. Jetzt müsste es eigentlich möglich sein, Eier automatisch einzusortieren. Ich teste es gleich mal. Und jetzt weint meine Kleine natürlich genau jetzt wieder. Dann machen wir kurz Pause. Bis gleich. Okay, wieder da. Anscheinend hat sich ein bisschen umgedreht. So, ich habe das Gefühl, ich kann das jetzt bis umgehen. So. Und zwar habe ich jetzt schon eigentlich. Wir haben hier Maschinen. Jetzt tue ich mal das mal so. Einfach mal. Den Filter, das war ein Ei rein. So. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich das jetzt hier. Anstöpsle. Bei einer Kiste. Brauche eine Kiste. Chest. Craft. Ja, auch eine kurz bauen. Dass wir das testen können. So.
Ach, schau mal an. Dafür braucht man einen anderen Filter. Insert Item Filter, okay. Brauchen Basic Item Filter. Also, brauchen den, okay. Ja, muss ich kurz einen Item Filter bauen. Okay. So. Dann Item Filter. Okay, nochmal. Selber. Whitelist, Match Metadata, Ignore Metadata. So, jetzt mal schauen, ob das geht. Time drin, ein Chicken Egg. Und wenn das funktioniert, müssen jetzt eigentlich alle ein Chicken Egg da drin landen. Okay, Extract Always. Und jetzt hier Never Active Insert. Bauen Slice and Spice. Können wir den bauen, Slice and Spice? Slice and Spice. Oh Gott, Solarium, wie ging das schon wieder? Souls and Goldingot. Ach du Scheiße. Okay, wisst ihr was? Wir machen es mal anders. Wir lassen mit ein Ei jetzt hier, wenn er sich gehen will. Ist schon grün bei, oder? Schon ex. Round Robin. Was ist das hier? Match Metadata, Whitelist, Blacklist, Whitelist. Nur Metadaten. Ich habe gedacht, das funktioniert so. Please crafting grid to clear. Extract und hier ist Insert, oder? Insert. Ja, will nicht funktionieren. Ich habe gar keine Ahnung, wieso gerade. Okay, wir werden jetzt mal kurz einen Void Miner bauen. Das heißt, wir werden jetzt diese Gerätschaft hier kurz hinbauen. Also damit wir die Sachen machen können. Okay, jetzt werde ich hier kurz wieder mal ein bisschen was ausholen. So, der Painter kommt dann hier ran. Okay, wir haben seitlich hingestellt jetzt. Okay, Paint hier an. So. Ach, das sieht so aus. Okay. ja, dann ist halt so. Gut, dann brauchen wir einen Magma Crucible. Magma Crucible. Ich will nichts davon. Alles schlecht. Okay, ein Zinki haben wir. So, dann das hier. Das haben wir auch. Gut. Okay. Dann Netherrack.
Wir hatten noch einen Nether, oder? Moment mal, wir hatten Netherbrick. Muss ich doch, wir haben Netherbrick. Wenig, aber es sollte reichen für das Vorhaben. Nachher haben wir eh genug. Okay, Magma Crucible. Ja, ist kein 4x4 Rezept. Kann durchaus sein. Wie? Elektrum. Silber und Gold. Oh, wir haben kein Silber. Moment mal. Hoffentlich hat der Void mein was bekommen, Silber. Soweit meiner. Das ist schon krass, diese Baustelle, die ich hier habe. Silber, sehr gut. Okay, dann mal in die Sack damit. Da kriegen wir jetzt mal ein bisschen was raus. Okay, dann nehmen wir mal Gold. Gold. So 10. Silber. Na komm. Dann hier kann man auch brennen lassen. Da warten wir ab, bis wir mal 3 haben. Bis wir 10 haben. Silber, Silber. So, das ist Silber und Gold. Hier ist die Aloe-Schmelze. Elektrum, so, okay. Gut, dann haben wir es mal. Mal kurz den Magma. Magma. Falsch. So, Magma, Crucible. So. Was haben wir mal? Was brauchen wir hier? Okay, wir brauchen Gold. So. Der Unterschied ist, der eine ist so gelegt, der andere andersrum, okay. Okay, was haben wir jetzt hier? Invar, Nickel und Eisen. Nickel. Haben wir Nickel? Okay, und Iron. So. So, kommen wir zu Invar-Bahn. Unglaublich, was mir alles braucht, ey. Wir wollen eigentlich nur ein Crucible herstellen, eine Maschine. So. Gut, jetzt haben wir fast alles, bis auf die jetzt. Sich verarschen. Warte mal. Was? Eins gibt so einer. Das heißt, wir brauchen 8. Ah, okay. Ich hatte schon gerade Angst bekommen. Ah, okay, sehr gut. Es reicht. Ich dachte schon, wir haben genau zu wenig.
Oh mein Gott, ey. Meine Nerven. Magma. So, so, so. So, jetzt haben wir alles. Sehr gut, das Ganze ist fertig. So. Jetzt müssen wir noch schauen. Jetzt müssen wir nämlich zum Energie geben. Das, die Leitung kann ich nehmen, das ist meine nämlich. So, okay. Geh kurz aus und rum. Hier muss ich dann auch noch verputzen, das Ganze. Okay. So, und dann muss ich schauen, dass da der Output ist. Fluid Transformer. So, F7. Ich habe schon was abgebaut. Ist gut. Okay. Also. Okay, das ist da der Output. So. Können wir schon mal ein Enderperl reinwerfen. Seht ihr schon mal, wie die eingeschmolzen wird? Da können wir jetzt auch einen Crafter machen. So, dann brauchen wir, also als die direkt das gleich muss abbauen. Und verdichten. So. So, dann brauchen wir einen Fluid Transposer. Fluid Transposer, da ist er. Aha. Aha. Tin. Haben wir Tin jetzt? Tin. Wir haben 4 Tin. Das würde sogar reichen wahrscheinlich, oder? Was bin? Also wie viel Transposer, vielleicht also wie viele Gerätschaften noch das dann benötigen. So, den haben wir. Den, das Chassis haben wir mal. Gut, dann fällt das hier. Mein Gott, das hier. Ah, jetzt habe ich rausgeklickt. So. Dann sind diese Dinger noch. 1, 2, sehr gut, wir haben alles. Das erste Mal war es teuer, jetzt ging es eigentlich noch. Die Position, ja? So, Energie. So, okay. Wir haben es noch. So, wie gesagt, das ist jetzt alles. Arbeiten, dass wir zu Endstone kommen. So, okay. Jetzt müsste das auch Energie haben hier. So, so kurz mal ausschalten alles hier, was wir nicht brauchen. Blau. Okay. Jetzt müsste eigentlich, wenn ich jetzt hier einstelle. Mann, hasse es so. Jetzt hier heißt Always Active und hier Insert müsste jetzt eigentlich ich depp. Ich brauche Fluid Pipe natürlich. Extract, Always Extract, so. Und hier Insert. So. Genau. Und jetzt müssen wir nur noch Sandstein haben. Das heißt, den können wir auch abbauen. Den ist doch wichtig. So. Sand.
Sand. So. Jetzt habe ich 64 Sandstein. Jetzt können wir den nämlich hier reinpflastern. So. Jetzt müsste das eigentlich schon funktionieren. Jetzt müsste aus dem Ender, müsste jetzt hier aus dem Sandstein ein Endstein gemacht werden. Ein Endstone, sehr gut. So, das ist eines von den Dingen, die uns gefehlt haben mit dem Void Miner. So. Void Ore, Void. Void Ressource Miner. So, jetzt haben wir das nämlich schon mal. Moonstone. Oh je. Stimmt, da war ja was. Da muss ich da auch extra Magic Drops anpflanzen, dass die beschaffen konnten. Es sei denn, ich kriege Weins her. Ich kriege Weins her. Warte mal, die Blöcke. Die gehen ja schon mal, oder? Ich will kurz was anderes bauen. So. Ich habe das doch schon gebaut, oder? Ja. Ja, logisch. Also ein paar Linse, alles habe ich schon. Ja. So, okay, nochmal. Void Ressource Miner. Claire Linz. Und ich glaube, die Grey Linz war ja damals. White Linz. Grey Linz. The Clear Linz und Grey Dye. Genau, da kriege ich dann verbessert. Warte mal, wir kriegen. Wir brauchen ja für unseren Boden brauchen wir Diorit. 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 Das gibt's aus einer Clear Linz. Aus einer White Linz gibt's die besseren Dinge. Eine White Linz haben wir, okay. Ja gut, okay, dann würde ich sagen, dann war es das für heute schon mal wieder. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wie wir das Ganze hier genau weitermachen. Ich freue mich jetzt schon und ich bin echt gespannt, ob wir es schaffen, jetzt noch zuletzt einen Moonstone zu bekommen. Also eigentlich einfach, weil wir den Wein suchen. Naja, wir schauen uns. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.